Moinsen, mein Name ist Makes Haruka. Sieht die so aus? Ich muss gerade mal überlegen. Ich habe mich jetzt Meiko genannt, weil ich ein Roboter bin. Also wie Make-Robo. Merkur, sieht die aus wie Sailor Merkur? Ich weiß gar nicht. Wie sieht Sailor Merkur aus? Ich habe das gerade gegoogelt und ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich wusste, dass sie ein bisschen aussieht wie so eine Sailor Moon. So eine Sailor-Kriegerin, aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Person ist. Vielleicht war es jemand anders. Egal, moin, mein Name ist Make Taroka und das ist Let's Play Kira Tokai Ketsu 64. Oder auch Shining and Solving 64 Detective Club. Und ich habe gerade beim Japanischen ein bisschen vom Titel vergessen. Egal. Theft ist der heutige Spielmodus, der letzte Spielmodus. Wir müssen diese Items finden, diese drei, und wenn wir die haben, können wir das Spiel beenden. Das ist alles. Mehr müssen wir nicht tun. Spaßig, oder? Pipe. Mo-Disc, was auch immer eine Mo-Disc ist, und einen goldenen Schlüssel. Ich glaube, den Schlüssel? Nee, ich kann, glaube ich, alles einfach so finden. Der Guardman ist heute nicht so gefährlich wie beim letzten Mal. Und es gibt 1200 Punkte dafür, dass ich beende. Warum? Weil ich 10 Räume eingestellt habe. Das ist fucking viel. Ach du Scheiße. Wir werden sehr, sehr viele nutzlose Gegenstände dabei haben. Ignorieren wir einfach das Layout, ist egal. Wir sammeln jetzt einfach Shit. So, pass auf. Wir beginnen mit dem Roboter, der heute mal Meiko heißt. Ich hatte letztens, als ich 10 Räume eingestellt habe, genau das gleiche Setup. Das dürfte das gewesen sein, wo ich meine ganzen Notizen gemacht hatte. Wo gehen wir denn hin? Sterne auffüllen ganz normal? Oder hier rüber zum Equipmentfeld, wo ich nichts kaufen kann? Wir können nochmal würfeln. Nice, ich freue mich auf neu würfeln. Jedes Mal, wenn ich da drauf komme. Einfach perfekt. So, 5. 2 Sterne schon mal besser. Nochmal das mit 2 Sternen. Packen wir aufs gleiche Feld. Untersuchen kann ich hier tatsächlich. Perfekt. So. Riesige Tischplatte. Hier gibt es 8 Sachen in einem Raum. Hauptsächlich Blumen. Aber ich schätze, der Tisch ist doch ganz nett, um irgendwas zu finden, was da drauf liegen könnte. Es ist nur ein Fächer. Es ist nur eine Karte zum Angreifen. Ist okay. Und das Item gefällt mir. So. Es gab schon wieder erschreckend viele Punkte für die erste Runde. Ich glaube, sie sieht nicht aus wie Sailor Merkur. Sie hat ein lilanes Outfit gerade an und grüne... Entschuldigung. Was ist denn dein Problem gerade? Pass mal bloß auf, dass du nichts Falsches machst, Fräulein. Kaboom! Wie wär's, wenn ich den hier mache? Bestens. Ich kann den starken Angriff leider noch nicht benutzen, aber sie hat gerade gekontert. Das heißt, ich kann den schnellen machen und dann mache ich ihr eine Menge Damage. Guck mal, ich habe gewonnen. Das war einfach. Ne, sie hat ja nichts. Was soll ich denn da nehmen? Das ist ja eklig. Ich habe dafür nichts gewonnen. Nur ein bisschen Leben verloren. Es war natürlich clever für sie. Dadurch, dass sie jetzt verloren hat, hat sie zwar gleich eine Runde aussetzen. Muss sie zwar eine Runde aussetzen, aber sie hat an sich nichts dabei verloren, sonst. Kotaro. Ist das nicht der Typ aus Zombieland Saga? Wann kommt eigentlich die dritte Staffel davon? Nur so aus reiner Neugier. Also, wir werfen mal 2 Würfel. Wir haben eine 11. Das ist eine Menge. Eine Menge. Wir dürfen wieder neu würfeln, wenn wir wollen. Wir könnten das einfach mal machen, wenn wir Bock haben. Ja, da möchte ich auf jeden Fall nicht hin. Aber vielleicht kann ich hier irgendwo direkt untersuchen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Da schon mal nicht. Da auch nicht. In dem wiederum nächsten Raum kann ich. Okay, perfekt. Ich habe schon gesehen, was ich untersuchen möchte. Nämlich diese Gummiente. Was habe ich erwartet? Dieses Holzbrett. Da gibt es eine Rakete. Wahrscheinlich war das die Raketenstartbahn oder so. Das ist Quatsch. Was rede ich da? So, und Sailor Merkur, die überhaupt nicht aussieht wie Sailor Merkur. Die hat grüne Haare. Die jetzt da gerade. Sailor Merkur hat, glaube ich, so bläuliche, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Egal, ich habe sie jetzt halt Merkur genannt. Ist okay. Der Typ heißt einfach nur Typ. Jetzt kann ich sagen, Typ, hör auf, so einen Scheiß zu machen. Nee, es ist wieder viel zu warm zum Denken. Es tut mir leid. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ich hatte gerade mein Bein so überschlagen. Das war fürchterlich.
Das tat irgendwie weh. So, jetzt bin ich dran. Und noch eine Karte, ja, diese Bombe da, diese Rakete. Das könnte tatsächlich auch wirklich nur eine Bombe sein, ich bin mir nicht sicher. Wir wollen am besten einfach mal ein HP heilen. Das ist jetzt irgendwie ein sehr, sehr langweiliger Move gewesen. Das tut mir sehr leid. So, Freunde. Sie füllt zum Beispiel mal ihre Sterne ein bisschen auf. Nicht, dass sie damit gleich was anfangen könnte. Was habe ich mir dabei gedacht, 10 Räume zu machen? Das ist fucking viel. Aber es ist allgemein der kürzeste Spielmodus. Kürzeste? Ist das das richtige Wort? Ich glaube ja. Ich wüsste nicht, wie es sonst heißen soll. Es ist nicht der kürzeste. Das wäre komisch. Ich muss gerade kurz überlegen, ob ich noch die deutsche Sprache beherrsche. Das ist bei mir immer etwas schwierig. Ich habe nämlich letztens noch in einem unter einem TikTok-Video im Kommentar festgehalten, dass ich immer, wenn ich irgendwelche Texte schreibe, ständig in den Zeitformen springe. Und das ist fürchterlich. Und eigentlich sollte ich die Sprache beherrschen. Leck mich am Arsch. Auf dem Feld, wo man diesen Wert steigern kann. Ach du Kacke. Okay, was passiert? Ich glaube, ich kann 5 Runden nur noch 1 werfen. Na gut. Wir haben tatsächlich mal eine Falle erlebt. War das das erste Mal, dass wir eine Falle erlebt haben? Ich glaube, ja. Aber es ist gut, dass ich das auch auf Video habe. Kann ich nämlich ganz gut gebrauchen. Habe ich schon erwähnt, dass wir sehr, sehr viele Items finden. Also so Schlüsselobjekte. Ganz viel Mist ist dabei, den wir überhaupt nicht brauchen und niemals verwenden werden. Man kann die natürlich den ganzen NPCs wieder geben. So wie ein Lost Item auch. Aber die geben einem dafür halt einfach nur Punkte. Und das ist, ich glaube, es ist immer unterschiedlich. Mal gibt es 25 und mal 50 dafür. Das ist gar nicht schlecht an sich. Und das ist wahrscheinlich auch die Art und Weise, wie man hier an Punkte kommen soll. Dass man halt, dass man öfter mit den Leuten redet. Aber ich weiß nicht. Ich finde, man kann mehr Punkte teilweise zusammenkriegen, indem man einfach nur Runden normal spielt. So, wir haben keine Fähigkeit, wir haben... Wir dürfen eh nur 1 werfen. Okay, das ist aber in dem Fall nicht schlecht, weil wir dürfen hier untersuchen mit einer 1. Und dann darf ich gleich zurückgehen. Guck mal hier, den Teddybär, da ist so ein Elektrozaun drin. Das ist auch eine Falle, die man legen kann. Haben wir beim letzten Mal gelernt. Ich habe schon direkt einen von den Objekten gefunden. Eins von den Objekten. Jetzt gleich darf ich übrigens, wenn ich zurückgehe mit der nächsten 1 auf das Würfelfeld, darf ich nochmal normal neu würfeln und das darf ich auch wirklich machen. So viel weiß ich. Wenn man trotz diesem kleinen Fluch, den ich jetzt habe, Fluch nenne ich das mal, und sie hat den Schlüssel gefunden. Die muss ich unbedingt nochmal betteln, die Frau. Das wäre ganz nett. Und zwar bevor sie stärker wird. Am besten. Sollte mir am besten irgendwo einen Ausrüstungsgegenstand herholen. Wenn er jetzt das letzte Item findet, ich fände das so lustig. Das wäre die schnellste Runde aller fucking Zeiten. Mit 10 Räumen, das muss man sich mal vorstellen. Du hast 10 Räume und du machst 3-mal untersuchen und du hast alles zusammen. Das wäre irre. Wie gesagt, der Modus kann sehr, sehr schnell gehen. Man muss nur die Items finden, dann kannst du gehen. Dann bist du fertig. Du musst halt alle bei dir tragen, das ist der Punkt. Wir können nochmal hier auf das Menü gehen. Diese 3 Sachen, das Rohr müssen wir haben. Ich habe das Ding und den Schlüssel hat. Ja, da ist das Teil, was ich brauche. So, wir hatten keine Möglichkeit. So, ich muss das noch bestätigen. Genau, jetzt kann ich hier hingehen. Puh, ich brauche eine Ausrüstung, dringend. 2, ja gut, ich kann auf das Itemfeld gehen. Das ist natürlich sehr, sehr mächtig. Kann ich noch nicht so viel mit anfangen. Aber nehme ich definitiv mit. Und am besten... Oh, warte mal, ich sehe es gerade. Das Ding zieht 20 HP vom Gegner ab. Und überträgt das auf mich. Das ist natürlich super stark. Das Ding verticke ich. Das Ding will ich eigentlich auch nicht. Ich meine, das ist gar nicht schlecht. Damit kann man dem Gegner ein... Nee. Das war's noch gleich. War das das mit dem... eine Karte und 15 Leben abziehen? Oder wie war das? Weil da stand gerade ein Herz und 1. Ich glaube...
Gut, man kann jemanden damit nicht besiegen. Vielleicht bleibt er auf einem HP stehen oder so. Das ist damit einfach nur gemeint. Ich müsste jetzt wieder meine trusty Liste gucken, um das rauszufinden. Aber ich habe ja eine gemacht. Wobei ich letztens halt echt noch irgendwie 5 Gegenstände vergessen habe. Oder 4, glaube ich. Ich glaube, ich habe 4 Gegenstände in der letzten Runde noch gefunden, die ich nicht aufgeschrieben hatte. Da ist noch so ein Teil. Ach ja, die gibt es ja alle mehrmals. Ja. Wow. 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 Und er steht auf dem Feld und ich kann jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Das ist ja richtig ärgerlich. Wow. Wow. Ich meine, dadurch, dass es alle Items öfter gibt, ist das natürlich... naja, ich darf immer noch nur Einsen werfen. Ja, verdammte Axt. Ja gut, dann gehe ich jetzt hier hin. Dann kann ich gleich nämlich nochmal auf das Itemfeld gehen. Und im besten Fall fordert er mich einfach heraus und möchte mein Item haben. Und das könnte ich nicht, wenn ich auf das gleiche Feld gegangen wäre wie er, denn auf den Feldern mit dieser Kaffeetasse kann man nicht kämpfen. Eine Bombe! Das ist ein gutes Item. Oh, die hätte ich jetzt gern. Boah, da hätte ich direkt beide mit irgendwie... Nicht beide, man kann nur einen herausfordern, aber... Oh mein Gott, wenn ich die blöden Handschuhe gehabt hätte. Einfach aus der Entfernung irgendwie herausfordern. Stark wäre das. Und der geht einfach, der Arsch. Oh nein. Da komme ich doch nicht hinterher. Aber vielleicht kann ich jetzt auf dem Itemfeld auch nochmal so Boxhandschuhe oder sowas kaufen. Irgendwas, womit ich die aus der Entfernung vernichten kann. Das wäre super stark. So, eins. Nochmal auf dieses Feld. Ich habe noch 16. Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Na! Wie kriege ich meine Punkte zurück? Lass da weg. Okay, wir nehmen das. Wenn ich im gleichen Raum stehe wie jemand anders, dann... Tja. Luchse ich dem einfach so ein Item ab. Das ist auch ganz nett. Sehr, 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 sehr stark. Ich muss von dem Kerl ja tatsächlich... Guck mal, die kann auch so einen Gegenstand kaufen. Und es ist nichts dabei, was sie sich leisten kann. Deswegen geht sie einfach weg. Ich habe da gerade so im Hintergrund so geguckt, so. Habt ihr das gesehen? Das sah super aus. Ich habe so große Augen, deswegen. Er kauft sich auch einen Ausrüstungsgegenstand. Der kann sich sogar einen kaufen, dem. Einen mehr Ausweichfähigkeit. Ausweichfähigkeit. Zeigen Sie mal bitte Ihren Lebensberechtigungsausweis. Ich habe keinen Lebensberechtigungsausweis. Aha, ein Illegaler. Ich befürchte, wir müssen wohl den direkten Strafvollzug bemühen. Was ist ein direkter Strafvollzug? Das ist der Name für meinen Gummiknüppel. Da kommt der Wachmann und ballert dem eine um. Nee, Wham! Egal, Typ hat am meisten Punkte gemacht, offenbar. Ist aber nicht so schlimm. Wir kriegen das schon hin. Ich habe manchmal auch nur Einsen geworfen. Ist etwas kompliziert. Ich darf immer noch nur Einsen werfen. Ich darf auch keine Karten benutzen. Und keine Fähigkeiten benutzen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir laden jetzt nochmal unsere Sternis ein bisschen auf, genau, um 3, dann können wir uns vielleicht noch eine neue Karte gleich kaufen. Wobei, sind die 5 Runden mittlerweile um? Bin ich schon 5-mal gelaufen oder muss ich noch einmal? Dadurch, dass ich jetzt gerade diesen blöden, Dingens habe, diesen blöden Fluch von der Falle da, komme ich leider nicht vorwärts. Die Runde hätte schon wieder zu Ende sein können. Das wäre ein sehr, sehr schnelles Match. So, Freunde. Katari. Oder so. Keine Ahnung, was er sagt. Ist mir egal. Ich kann kein Japanisch. Ich kann kein Japanisch und spiele deshalb sehr, sehr gerne japanische Spiele, um einfach nur sie zu lernen oder so. Ich habe schon lange kein neues japanisches Spiel mehr angefasst. Das letzte Mal, dass ich wirklich aktiv ein japanisches Spiel angerührt habe, um es zu lernen, war Itadaki Street Special. Guck mal, da ist noch so ein Schlüssel. Den Schlüssel hatte vorhin sie gefunden, oder? Dann kann ich alles von dem abzocken, ist auch egal. Das geht gerade viel zu schnell. Natürlich sollte man das nicht so schnell beenden. Aber ich krieg 1200 Punkte, wenn ich das mache. Also warum nicht? Ich nehme denen alle ihre Items ab und dann gehe ich direkt wieder. Oh, ich darf wieder würfeln. Perfekt. 13, ne? Eine gute Zahl. Muss wieder raus, ne? Der Typ ist aber auch schon hier. Denke ich. Der steht schon da. Komm, aber natürlich wieder nur hier auf so ein Sternfeld. Oh Gott, ist das eine Kacke. Kann ich anders laufen oder so? Na komm, machen wir das. An dem Hutständer befindet sich ein Handy. Absolut perfekt. Da kann ich alle in meinen Raum holen. Ist gar nicht so verkehrt.
Pass mal auf, was ich gleich tue. Sie läuft erstmal im Kreis herum. Oh. Ha! Sie wird wegteleportiert in einen ganz anderen Raum, aber das ist alles nicht so schlimm. Ich hole die gleich alle zu mir. Wobei ich nicht sicher bin, ob der dann nicht einfach wieder rausgeht. Das könnte ja sein. Wait. Haha, der hat alle Items. Wo hat er alle Items? Oh mein Gott, nein, der hatte ja auch alles. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Der hat gewonnen. Ich sag dazu nichts. Ich sage dazu nichts. Wer Bock auf eine schnelle Runde... Itadaki wollte ich gerade sagen. Weil ich das gerade angemerkt hatte. Wer Bock auf eine schnelle Runde Kira Tokai Ketsu hat, Theft ist der Spielmodus für euch. Was denn das für eine Scheiße? 1200. Der hat einfach direkt gewonnen. Schwing! Okay, weißt du was? Das ist mir jetzt echt zu blöd. Ich meine, ich möchte das Ende noch sehen. Oh mein Gott, ist das eine Scheiße. Und ich dachte so, ja, jetzt zocke ich den allen ihre Items ab. Und die haben ja noch nicht alle. Doch, der hatte schon alle. Das ging ja ultra schnell. Also ultra schnell. Wie lange läuft meine Aufnahme? Jetzt mal so ganz, ganz stumpf. 22 Minuten. Und ich habe davor noch ein Stück weggeschnitten. Ich habe davor noch ein Stück weggeschnitten, weil, ich komme noch nicht drauf klar, es tut mir leid. Hoch. Ding! Ich habe Punkte bekommen, ich weiß nicht wofür. 43? Ich habe irgendwas 43 gemacht. Schritte gelaufen, glaube ich. Waren das die Schritte? Das waren ganz bestimmt die Schritte. Dududum. Niemand. Yay! Ich hab was gewonnen! Ganz wenig, aber nur. Das sind wahrscheinlich die Kämpfe gewesen. Schwing, 80 Punkte für mich. Aber ich komme damit nicht an gegen die 1200, die er bekommen hat, dadurch, dass er die Runde beendet hat. Boy! Das ist so ein Schwachsinn gerade. Wir machen noch eine Runde. Das kann ich so nicht stehen lassen. Oh boy. Ich will das nur sehen, wie viele Punkte der zusammen hat und wir, und dann starte ich neu. Holy shit! Das hört bei der schon bei 400 auf. Ach du meine Güte. Da hat er erstmal seine Punkte zusammen. Wie viel hat der jetzt? 1800 oder sowas? Ja, knapp. Ich habe auch nur 500. Das ist so lächerlich. Okay. Okay, Hard Reset. Ist egal. Wir haben enorm verloren gerade. Das kann ich so nicht stehen lassen. What the fuck war das denn? Das war ja irre. Pandora Box. Die Musik ist immer noch geil. Das klingt halt einfach wie bei, keine Ahnung, 007 oder so. Ich bin Bond. James Bond. Sollte ja eigentlich voll der langweilige Name sein. Und letztendlich, das Intro brauchen wir nicht sehen, ist das der ikonischste Agent ever und so. Okay, wir machen heute 4 Spieler. Wie wär's? Nur, warte mal. Nur Computer. Müssen wir immer auch mal machen. Dann machen wir eine Wette, wer gewinnt. Okay, wir machen weiterhin Theft. Wir machen 7 Räume. Wir machen es jetzt nicht ganz so groß wie eben. Okay. So, jetzt werden wir mal die Odds ein bisschen erhöhen. Wir nehmen jetzt sie. Wir sind natürlich wieder
Maker, wir nennen es jetzt Makey mit zwei I am Ende. Und dann machen wir eine andere Farbe, ich weiß noch nicht welche. Diese vielleicht. Was war unten für eine Farbe? Habe ich vergessen. Dann. Oh, Roboter. So. Ich nenne ihn jetzt Staubi, weil das so ein Staub. Ja, so ein Putzroboter ist. Staubi. Aber mit Y. Staubi. Ich glaube, in die Richtung ist rot. Geben wir dem die rote Farbe. Und dann machen wir hier den Conan-Verschnitt. Er ist der Boy. Er ist der Boy. Ja. Er ist der Boy. Yeah. Vierter Spieler. Wir haben vier Spieler eingestellt. Dann nehmen wir nochmal sie. Ich muss mal eben. Sailor Moon Charaktere. Ne, warte mal. Sailor Moon Charaktere. Wer ist denn das alles? Nee. Jupiter ist die grüne. Venus ist die gelbe. Wundert mich eigentlich nicht. Mars ist rot. Uranus? Wer bist du? Nein. Neptun. Neptun könnte ja sein. Nee, Neptun hat grüne Haare und grünes Outfit. Pluto? Nee. Ich glaube, das sieht auch nicht richtig aus. Nö. Warum hängt das denn so? Ach ja. Saturn. Nee, die hat auch dunkle Haare. Ich hab keine Ahnung. Ist wahrscheinlich einfach nur. Ich habe das jetzt nachgeguckt und ich habe es nicht gefunden. Sieht wahrscheinlich doch nicht aus wie eine von denen. Okay. Pass mal auf, die nennen wir jetzt einfach. Wenn der eine Boy ist, ist das jetzt Girl. Komm, wir nennen die jetzt einfach nur Girl. Girl. Nee. Und das, meine Freunde, war Sean Paul. Girl. Der macht das immer so. Keine Ahnung. Okay, wir sind heute alle ein bisschen. Und die ist jetzt lila komplett. So ein Emo-Girl. Girl. Staubi. The Boy. Und die Girl. Die sieht sehr so. So Emo-Gothic-mäßig aus, keine Ahnung. So, ja, ist egal. Ich habe wieder das komplette Dings übersprungen. Ist egal, wir müssen das auch eigentlich gar nicht sehen. Das ganze Briefing ist Schnuppe. Okay. Was können wir denn tun? Wir können auf ein Equipment-Feld kommen. Da wollen wir aber gar nicht hin, weil wir haben noch keine Möglichkeit, irgendwas zu kaufen. Hier können wir durchgehen und direkt auf das Richtige. Perfekt. Klingeling. Ich gehe dran und es ist ein Roboter. Das ist schon mal perfekt für diesen Spielmodus. Muss ich diesmal rechtzeitig verwenden können. In der Stereoanlage ist ein Telefon. Da liegt wahrscheinlich oben drauf. Fernseher! Ist Chaos. Ja, das sehe ich auch so. Damit kann man alle Spieler random teleportieren. Das ist nicht besonders wertvoll, das Item. Aber man könnte das eventuell verwenden, wenn sich gerade jemand auf dem Weg zum Ziel befindet. Es hat also alles seinen Platz irgendwie. Er hat sich natürlich wieder die Fähigkeit gegönnt, der Arsch. Ist auch gerade für ihn und den Spielmodus wieder sehr, sehr mächtig. Das Blöde ist, dass ich gerade in der Situation war, dass ich sowas nicht hatte, als der Typ noch im gleichen Raum war. Sonst hätte ich ihm ja ein Item wegnehmen können und dann hätte ich einfach. Dann hätte ich gewinnen können. Ich habe gar nicht geguckt, was meine Items jetzt sind. Er hat jetzt zwei Schlüssel gefunden. Wahrscheinlich ist einer davon sogar wichtig. Das werden wir mal sehen. Gleich, wenn wir wieder dran sind. Jetzt müssen wir allerdings von einer Person mehr das angucken, was die macht.
Das ist eventuell ein bisschen doof. Ich glaube, man kann die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hochstellen auch eigentlich, aber in dem Optionsmenü, aber ich weiß nicht genau, welcher Menüpunkt das war und ich habe keine Lust, das auszuprobieren. Ich glaube, man konnte machen, dass die Gegner schneller ihre Züge machen. Die NPCs. So, der Guardman ist tatsächlich wieder relativ schwach, weil das in dem Spielmodus nicht wichtig ist, dass er stark ist. Wir haben jetzt den King. Er sieht gar nicht aus wie ein King. Er sieht mehr aus wie so ein Geschäftsmann, der schmierige Geschäfte macht. Wir wollen dahin. Was? Tatsächlich, der Schlüssel ist wichtig. Schon wieder diese Mo-Disc und die Tasse. Ist die zufällig von Mr. Gold? Egal. Hat ja irgendeiner die Serie gesehen. Ich kann nichts kaufen. Da habe ich jetzt wenig von. Ich gehe hier hin. Nee, warte mal. Ich muss schon hier hin. Bing! 3. Mann, was war das für ein langweiliger Spielzug? Das ist ja unfassbar. Habe ich nicht gerade auch schon wieder irgendwas bekommen, womit ich mich bewegen konnte? Keine Ahnung, Inline-Skates oder so? Hätte ich benutzen können. Habe ich aber mal wieder nicht gemacht. Was ist das für ein Geräusch eigentlich? Kommt auf dieses Herzfeld und es macht ein... Kommt so ein Engelsgesang. Eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass das Engelsgesang sein soll, aber... Ich weiß auch nicht, was es sonst darstellen soll. Das war die Vollheilung, die er sich gerade geschnappt hat. Ich habe ganz kurz Heil-Symbol, so Herzen in der Textbox gesehen. Und es gibt eine Fähigkeit, die 12 kostet, zu benutzen, die heilt vollständig. Wie man von den NPCs lernen kann, also falls man es nicht für möglich gehalten hat, dass man im Kreis laufen kann, dann kann man das damit tatsächlich den einfach abgucken. Okay, wir gehen einmal hier rum, schätze ich. Yes. Mehr Sachen erkunden. Zum Beispiel diese Vitrine mit den Blumen drin. Oder diese Kissen. Eine Landmine ist ganz bestimmt in den Kissen. Noch mehr zum schneller bewegen. Werden wir das da wegwerfen. Und in diesem Regal-Dings ist tatsächlich die Mo-Disc. Die Mo-Disc. Was auch immer das ist. Die Mo-Disc. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob das an der Seite da in dem Raum eine Lampe sein sollte. Oder eine, so ein Unterkörper, wo so eine Schneiderpuppe, wo einfach nur der Unterkörper ist, wo man einen Rock drauf gespannt hat. Also dran gemacht hat. Es ist eine Lampe, ganz sicher, aber mit so einem Lampenschirm, aber das könnte auch was anderes sein. Ich bin der Einzige, der so denkt. Der hat auch eine Mo-Disc gefunden. Es wird schon wieder eine super schnelle Runde. Ich sehe es kommen. Die finden alle die blöden Items so schnell. So schnell! Ich glaube, Theft ist mein absolut unliebster Spielmodus. Man könnte ihn fast ignorieren. Ricky! Ist das nicht einer von den Buben? Theoretisch. Nicht von den 4 Hauptbuben, sondern so einer von den Aushilfsbuben. Aushilfsbuben. Wer die Buben nicht kennt, Moggy, Johnny, Fully und Maeve, der hat was verpasst in seinem Leben. Egal. Nee, ja, das habe ich gerade auch schon mal gemacht. Ich kann mit 3 Dings nichts kaufen, schätze ich. Aber ich habe Sachen, die ich verkaufen kann. Ah, vielleicht kriege ich ja hier was Schönes. Pass mal auf. Ich kann zum Beispiel das dafür... Nee, Mann. Aber warte mal, ich habe 4. Ich kann jetzt wieder so eins kaufen. Alles gut. Boah, ich wünschte, ich hätte die 8 genommen und dann hätte ich die Gegner einfach mal alle gestunt in dem Raum. Das wäre stark, aber ich wüsste nicht wozu. Vor allem kann man die dann ja auch nicht bekämpfen und vor allem ist der jetzt weitergegangen. Jetzt ist da wieder noch einer in dem Raum.
Warum zum Geier sieht eigentlich die Karte? Warum sieht eigentlich die Karte aus wie so ein Space Invader Raumschiff? Nur auf dem Kopf. Bums. Scheiße, hat er nicht gesagt. Bumm. Der arme Hund. Aber der steht auch nur blöd rum. Bam, da kommt der Konter und das war's. Das waren genau 8 Schaden und der Hund hat gewonnen. Und der jault wie ein Wolf. Warum macht er das? Ist das nicht ein Hund? Ein Robo-Hund? Warum jault der? Warum heult der wie ein Wolf? Vielleicht ist es auch ein Robo-Wolf. Und ich habe mich einfach nur getäuscht. Das ist gar kein Hund. So, Girl ist noch dran. Ne, Entschuldigung, Girl ist noch dran. Und kann mal wieder was untersuchen. Ein Feuerzeug, ein Zippo. Ich finde, mit mehr Spielern sollte man auch allgemein mehr Items brauchen müssen, um hier rauszukommen. Man sollte das einstellen können. Warum gibt es eigentlich noch kein zweites Spiel wie dieses? Müsste es eigentlich sowas von geben? Das Spielprinzip ist eigentlich so gut. Man könnte da so viel mit machen eigentlich. Halt auch mal einfach mit neuerer Grafik und allem, damit das ein bisschen ansprechender aussieht. Wobei ich das ganz charmant finde. Und das auf dem Emulator auch noch ein ganz Stück besser aussieht als natürlich auf der Konsole. Jetzt kann ich da nochmal auf so ein Itemfeld gehen. Nee, da will ich nicht hin. Der Typ, sie hat verloren gegen einen... Da ist ein Equipmentfeld. Ey, wo bist du denn hin? Ich wollte hier um die Ecke gehen. Ich kann untersuchen. Machen wir das doch. Ach, das ist immer noch der Raum. Da habe ich eigentlich fast nichts mehr übrig zum... Oh, Schlüssel. Der war wichtig, ne? Das war so einer. Was habe ich denn noch nicht untersucht? Ach so, hier. Kuchen. Was auch immer diese Hefte sind. Ein Liebesbrief. Der ist aber nicht für mich. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Liebesbrief bekommen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben einen Liebesbrief geschrieben. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube nicht. Machen Leute sowas? Oder ist das irgendwie in der heutigen Zeit einfach zu cringe? Cringe. So, in Anime kommt das natürlich andauernd vor. Ist das eine Sache, die in Japan häufiger passiert, schätze ich? Und ist das... Also was war das denn jetzt für eine Mischung aus einer Aussage und einer Frage? Mein Stuhl knarrt übrigens ein bisschen. Ich sitze auf einem ganz normalen Küchenstuhl. So ein Schwingstuhl, den wir zu unserem Tischset da... bei unserem Tischset dabei hatten. Die sind an sich ganz, ganz nett, aber die knarzen mittlerweile schon so. Na, warte mal. Na, da ist niemand im Raum. Ich dachte, hier wäre noch einer. War da nicht eben noch einer in dem Raum? Oder habe ich mich getäuscht? Okay, das ist richtig mies jetzt. Okay, wir gehen halt dahin. Ist euch auch so warm, wenn ihr dieses Video seht? Wenn ihr das im Winter guckt, bin ich neidisch, tatsächlich. Immer diese Leute, die den Sommer so feiern. Und ich denke mir so, boah, Alter, geh weg mit der Hitze. Geh mir bitte weg mit der Wärme, ich sterbe. Ich will ja nicht sagen, dass es hier heiß in meiner Dachgeschosswohnung ist. Aber hier haben gerade 2 Hobbits einen Ring reingeworfen. Das ist mein Lieblingsspruch. Nee. In Bezug auf den Sommer. Es ist... Die Verbindung von meinem Handy zum Dingens wurde unterbrochen. Warum war die überhaupt noch da? Das ist aus reiner Neugier. Ich hatte nämlich vorhin mal mein Webcam-Programm fürs Handy geupdatet. Ich hatte das gesehen und dachte mir so, ja, okay. Kannst ja mal wieder ausprobieren, ob das überhaupt noch läuft. Ich habe ja so eine
Das ist so ein, das konnte man einmalig halt kaufen, irgendwie für 11 Euro oder sowas. Und man kennt das ja, dass manchmal andere Programme oder so sich irgendwann denken, ach nö, nö, wir nehmen dir jetzt die Rechte wieder weg. Und ich dachte mir, okay, vielleicht... Vielleicht sollte ich mal schauen, ob das überhaupt noch funktioniert. Und es geht auf jeden Fall noch. Es hat sogar mehr Einstellungsmöglichkeiten als früher. Hier ist eine kleine Motte oder sowas. Ich mag die kleinen Biester nicht. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob es eine Lebensmittel oder eine Kleidermotte ist. Es könnte beides sein. Wobei Kleidermotten, glaube ich, anders aussehen als Lebensmittelmotten. Das sind immer die besten Züge, wenn das passiert. Ich hasse es, wenn das passiert. So. Girl ist dran. Ich denke mal, ich bin dran, nachdem der dritte seinen Zug gemacht hat. Aber das stimmt nicht. Dann würden sowieso erstmal die NPCs kommen. Und dann bin ich erst wieder dran. So, die haben den Raum fertig. Ich habe mittlerweile komplett die Übersicht verloren, wer jetzt welche Items hat und vor wem ich mich in Acht nehmen muss. Das ist übrigens nicht gut. Man sollte den Überblick am besten behalten. Ja, komm. Habe ich denn nicht irgendwas Cooles? Ich dachte, das sind die Sachen, die ich brauche. Nein, das sind die Sachen, die ich brauche. Ich habe... Warte mal. Ich habe... den Schlüssel. Ich habe die Disc. Ich brauche nur noch ein Item. Ich brauche nur noch die Tasse. Eine 6. Nein, das passt nicht. Wollen wir den Typen kennen? Nein, macht mich fertig, der Typ, oder? Ach komm, wir probieren es jetzt einfach. Eigentlich ist das super gefährlich, was ich da mache. Ich habe immerhin zwei Items, mit denen man das Spiel beenden kann. Wenn der jetzt zufällig das eine Item hat, das fehlt, dann habe ich ein Problem. Wir nehmen am besten mal hier so ein Heil-Dings für ein bisschen mehr Power. Fuck. Okay. Shit, jetzt krieg ich voll auf die Fresse, oder? Ja. Und der wird mir sowas von Schlüssel-Item abnehmen. Egal, ich hole mir es gleich einfach zurück. Solange der Typ im gleichen Raum stehen bleibt. Nein! Fuck. Er hat mir nicht das Schlüssel-Item weggenommen. Er hat mir das Teil weggenommen, wo ich mein Schlüssel-Items wegnehmen kann. Das ist auch super gefährlich. Was habe ich mir dabei gedacht eigentlich? Ich fand wieder meine anderen Optionen nicht so lukrativ. Dann dachte ich baller den einfach um. Ich hätte sowas von einfach diese Karte verwenden sollen. Jetzt kann er sie natürlich auch gegen mich verwenden. Aber will er, jetzt geht er natürlich erstmal aus dem Raum raus. Ich hab die ja eh nicht mehr. Ich muss mir keine Gedanken drum machen. Und seine Pechsträhne hält an. Nein. Er hat auf jeden Fall das Item gefunden, das ich noch brauche. Das heißt, ich müsste ihn jetzt eigentlich bekämpfen. Oder mit diesem Gegenstand, den ich gerade verloren habe. Oh nein, das ist alles so schlecht gelaufen. Es ist so dermaßen schlecht gelaufen. Was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, ich bin wirklich zu. Es ist zu warm zum Denken. Ich kacke hier ab in dem Raum. Dabei habe ich schon Fenster offen. Damit hier ein bisschen Frischluft reinkommt. Ich habe es nur auf Kipp, aber es ist... Oh boy. Makey muss sich mehr anstrengen. Leider ist Makey gerade besiegt. Staubi ist schon ganz rot vor Wut. Oder man hat ihn in einen Kochtopf gesteckt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er ja auch einfach so ein Lobster oder so. Die ja vom Kochen rot werden. Die ja eigentlich blau sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Was total grausam ist. Die schmeißen ja lebendig rein oder so. Ich habe letztens was gesehen. Das fand ich auch total gruselig. Da war so ein... Weißt du, ich kann das moralisch. Es ist natürlich immer noch schwierig, weil ne, das Tier stirbt so oder so. Aber ich möchte nicht derjenige sein, der es umbringt. Und ich habe gesehen, da hat so ein kleiner Junge an so einem Stand lebendig was zu essen bekommen. Ich weiß nicht genau, was das war für ein Teil. Es sah so ein bisschen aus wie irgend so eine Art Squid-Tintenfisch-Teil, keine Ahnung. Und der hat das in so eine Soße getunkt und dann einfach abgebissen. Und ich dachte so, what the fuck? Oh mein Gott, das könnte ich nicht. Nee, ich glaube, da hätte ich Hemmungen. Ich möchte doch bitte auch nicht mehr erkennen können, ob das was das für ein Tier ist. Ich bin immer ganz froh, wenn mein Essen schon tot ist. Ich bin immer ganz froh, wenn das tot ist. Nee, es ist einfach nur... ja, klar, es, ich esse aber auch veganes Zeug und so. Es ist jetzt nicht so, dass ich komplett... So bin, oh, scheiß Veganer oder so. Nee, um Gottes Willen. Ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Sache, aber... Dass man über seinen Konsum nachdenkt und so. Ich meine, ich esse auch viel Fleisch. Auch noch viel zu viel Fleisch. Ich gehe auf dieses Feld hier und kaufe mir Chips, die ich mir nicht leisten kann. Dammit. Wie gern hätte ich die jetzt? Wie gern hätte ich jetzt diese Chips? Ah, die ist eigentlich auch ganz nett, aber ich werde die eh nicht benutzen. Sind wir mal ganz ehrlich, dieses Item ist... Du kannst dann halt Gegnern wieder aufdrücken, dass der nur Einsen laufen kann. Für irgendwie 3 Runden oder so. Hat er gewonnen? Er hat gewonnen. Was soll ich zu dieser Folge eigentlich sagen? Es hat schon wieder 20 Minuten gedauert, dann war wieder vorbei. Und ich bin einfach zu blöd für dieses Spiel. Vor allem, weil ich dem Gegner dieses Item gegeben habe. Nee, warte mal. Der hat das ja gar nicht benutzt. Der hat ja auch nichts von mir genommen. Der hat einfach alle Gegenstände selber gefunden. Ich habe einmal versucht, ihn aufzuhalten. Der hat mich dann fertig gemacht. Hat mir noch ein schönes Item abgeluchst und dann hat er einfach gewonnen. Ich glaube, das ist kein Spielmodus für mich. Ich muss die anderen Sachen machen. Boy hat gewonnen. Boy, der hat gewonnen. Suboi! Ja. Mein Gott. Was ist denn los? Das kann ich denn ernst sein, dass ich schon wieder verloren habe? Also so gnadenlos. Ich weiß nicht, was das genau war, aber ich glaube, das war Sachen untersucht haben, oder? Schwing, es gibt 300 Punkte. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Jetzt kommen die gelaufenen Schritte, wenn ich mich nicht irre. Und danach irgendwie die Kämpfe oder so, ne? War das so? Fuck. Ausgerechnet Boy hat auch noch diese Punkte abgesahnt. 150. 150. Da kann man, meine ich, auch eigentlich voll viel mitbekommen. Null. Was auch immer das jetzt war, habe ich vergessen. Das sind die Kämpfe. Kämpfe gewonnen. Entschuldigung, das sind die gewonnenen Kämpfe. Und davon hat er einen. Es gibt 80 Punkte wieder. Ja, was soll man dazu sagen? Sound kratzt ein bisschen rum, ist okay, ist okay. Aber ich bin nicht begeistert davon, wie das ausgegangen ist. Ich wette, das macht mit richtigen Mitspielern auch viel mehr Bock. Aber... Ich habe keine. Ich würde aber auf Theft tatsächlich in Zukunft verzichten. Das ist kein Spielmodus für mich. Nee, vielleicht einfach nur mit einem zweiten Spiel. 179. Oh mein Gott. Ja,
Was soll man dazu eigentlich sagen, Freunde? Nee, nee. Der Spielmodus ist nicht meins. Aber es ist gut, dass ich den mal gespielt habe, nochmal, um zu wissen, dass ich auf den verzichten kann. Ich finde auch, dass das Gebäude mega lustig aussieht, aber naja. Warum stehe ich so weit außen? Als würde ich nicht ins Bild gehören. Ich bin so eine schüchterne Außenseiterin da. Ich traue mich nicht, dem Gewinner den Liebesbrief zu geben, den ich gefunden habe und den mir gar nicht gehört. Vergiss es. Oh boy. Das war mega schlecht. Das war wieder so ein Elend. Wie in der ersten Runde, die ich gespielt habe. Das waren jetzt zwei richtig beschissene Matches, die nichts... Oh. Ich hätte noch Zeit für noch eine. Ich habe keine Lust. Das macht keinen Spaß. Oh boy. Wie gerne würde ich jetzt einfach ein anderes Spiel spielen. Das lässt sich aber leider nicht gut emulieren. Das ist ein Problem. Aber dazu vielleicht ein andermal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich etwas anderes spiele. Also bis dahin.